Das folgende Video wird präsentiert von Redgrass Games. Das folgende Video wird euch präsentiert von pkpro.de. An alle gespaltenen Fantasy-Weltpersönlichkeiten, heute schaue ich mir in diesem etwas größeren Review mehrere Geländesets von Age of Sigmar an. Weshalb gleich mehrere Geländesets? Nun ja, diese haben alle das gleiche Design und stammen thematisch aus dem Verbotenen Macht-Setting. Verbotene Macht oder Forbidden Power war eine Mitte 2019 herausgekommene Kampagnenerweiterung für Warhammer Age of Sigmar Soul Wars. Durch das sogenannte Nekrobeben wurden uralte magische Kammern, die von Sigmar persönlich geschaffen wurden, um starke Artefakte, Zauber oder Wesenheiten vor der Welt zu verstecken, wieder zugänglich für eben diese Welten. Diese Kammern oder eher Teile dieser Kammern werden durch die neuen Dominion of Sigmar Geländesets also visualisiert und können auf den Spieltisch gestellt werden. Ich habe von Games Workshop 3 der 4 unterschiedlichen Geländesets für dieses Review zugesandt bekommen und stelle sie nun nach und nach vor. Die Timeworn Ruins ist die kleinste der Geländeboxen und beinhaltet zumeist einteilige Hindernisse wie gefallene Säulen oder Statue-Teile, welche stilistisch sehr gut zu einigen Teilen der Shattered Dominion Missionsziele-Box passen. Einzeln betrachtet sind die Stücke nicht so beeindruckend. Sollte man diese aber für Geländebau nutzen und sie in anderes Gelände oder Untergründe einarbeiten, dann können die Elemente eine gute Wirkung erzielen. Einziger Eyecatcher der Box ist die Sigma-Büste, die aufgrund der Größe auch einen passablen Sichtblock abgibt. Die mittelgroße Box ist der Shattered Temple, eine flache Pyramide, dessen Boden die typische Age of Sigmar-Ikonografie aufweist und dessen Säulen mit den ebenso typischen Runen beschriftet sind. Dieser offene Tempel hat einen leicht antiken Touch und wäre mit ein paar Änderungen an den Symbolen fast schon für Fantasy-Ägypter zu gebrauchen. Ich meine, hat hier jemand Gruftkönige gesagt? Es empfiehlt sich, die Säulen der Sockel nicht auf den Tempel festzukleben, da man nämlich dann die Anordnung der Säulen noch variieren kann. Da diese aber kaum etwas wiegen, darf man nicht während des Spielens dagegen kommen, sonst fallen sie natürlich um. Der Tempel beeindruckt vielleicht nicht unbedingt als imposant künstlerisches Bauwerk, aber durchaus mit seiner Größe. Unser kleiner Korndämon schaut hier schon ein klein wenig verloren aus. Die Pyramidenplatte ist wirklich groß und man kann darauf spielen und sogar noch Gelände platzieren. Und wer ein Geländestück haben möchte, das den kompletten Spieltisch dominiert, der könnte sich The Enduring Storm Vault mal anschauen. Denn die große Pyramidenplatte aus dem Tempel ist hier ebenfalls enthalten, allerdings nur als Teilelement. Ebenso finden wir auch hier die Büste von Sigmar wieder. Der Enduring Storm Vault ist im Endeffekt ein dreiteiliges variables Pyramidensystem, welches den Look des Tempels aufgreift und die drei Elemente mit Brücken auf der zweiten Ebene verbindet. Gerade die beiden sitzenden Greifenstatuen sind ein echt schönes Element, was das ganze Design auflockert und den ägyptischen Touch weiter verstärkt. Auch hier empfiehlt es sich, nicht alles festzukleben, da man sich eine Menge Variabilität oder die Möglichkeit nimmt, all die Elemente als einzelne Teile auch auf dem Spieltisch zu nutzen. Die kleinste Pyramide hat noch ein Gatter an der Seite, was eventuell einen unterirdischen Komplex andeuten könnte. Die Dominion of Sigmar Geländesets sind wahre Klopper. Größentechnisch dominieren sie den Spieltisch. Trotz oder gerade aufgrund der Größe ist der Zusammenbau sehr einfach und geht wirklich schnell von der Hand. Da das Kunststoff, welches Games Workshop hier nutzt, etwas dicker, dafür aber auch glatter ist als das Plastik, welches sie für ihre Miniaturen verwenden. Dadurch sind einige der Details nicht so fein und so scharf, wie wir es von den Figuren kennen, das fällt diesbezüglich aber gar nicht so sehr ins Gewicht, weil der Gusskontrast und das Design dieses ausgleicht. Der faule Tabletopper, so wie ich, freut sich auf jeden Fall darüber, dass die Grundpyramiden in einem Teil kommen und man diese nicht noch zusammenbauen muss. Ausnahme ist beim Storm Vault das halbrunde Element, aber die zwei Teile kann man dann auch einfach zusammenschieben. Im Kontrast dazu stehen dann die Büstenstatue und die Greifenstatuen, die dann wieder überraschend kleinteilig zusammengebaut werden müssen, aber auch dadurch natürlich einen erhöhten dreidimensionalen Detailgrad besitzen. Was das Design betrifft, muss man als jemand, der seine Spiele irgendwie immer unter freiem Himmel definiert hat, etwas umdenken. Denn die Tempelanlagen sind eindeutig nicht so designt, als ob sie irgendwo auf einem offenen Feld rumstehen würden. Die Säulen nach oben führen ins Nichts, müssten also irgendwo verbunden sein. Es gibt keine Eingänge wie bei Pyramiden oder sonstiges, was daran erinnert, dass es irgendwie nach innen geht, also mit Ausnahme der einen Tür. Ist das schlimm? Nein, auf keinen Fall. Aber ich denke, dass man seinen Spieltisch eher auf unterirdische Kavernen designen sollte, damit man eine immersive Konsistenz behält und die Anlagen dadurch nicht irgendwie fehl am Platz oder der Spieltisch zusammengewürfelt aussieht. Vergleicht man die Dominion of Sigmar Teile auch mit vergleichbaren Produkten aus der Warhammer 40k Welt, dann fehlt ohne das Narrativ der Kampagne irgendwie die Glaubwürdigkeit und taktische Möglichkeit im Spiel. Denn während die 40k Geländestücke Gebäude mit mehreren Ebenen, große Brücken oder wirklich hohen Ebenen Elementen haben,
wirken die großen Blöcke hier irgendwie als nicht mehr als stilisierte Hügel. Davon mal ab hat mein Herz einen kleinen Sprung gemacht, als ich die Promobemalung und das Design gesehen habe, da es für mich, ich erwähnte es ja schon, sehr ägyptisch aussieht. Und ich hoffte, dass eventuell die Gruftkönige neuen Kram bekommen, die ich, naja, dann auch bei Fantasy einsetzen könnte. Naja, so kam es nicht. Es ist aber durchaus nicht von der Hand zu weisen, dass hier Einfluss vom Nil kommt. Und sollte es da draußen noch Fantasy-Spieler geben, die Gelände für Khemri haben möchten, die können hier tatsächlich mal einen Blick drauf werfen. Allerdings muss eine Menge ausgebessert werden, denn an jeder freien Stelle finden wir die Sigma-Ikonografie. Wenn man sich diese Arbeit nicht machen möchte und kein Age of Sigma spielt, ja, dann wird man wahrscheinlich mit dem Geländestück nicht sehr viel anfangen können, denn für den Einsatz für andere Sachen ist das Design nicht generisch genug. Preistechnisch schwanken wir bei den Bausätzen zwischen relativ günstig und sehr kostspielig. Das komplette Enduring Storm Vault Set liegt mit 125 Euro schon auf einem sehr hohen Niveau. Man bekommt zwar sehr viel für seinen Spieltisch, was man auch variabel platzieren und umarrangieren kann, ist aber für einen Einmalkauf und aufgrund der eben genannten Spiel- und Designmöglichkeiten nicht wirklich für den Mainstream ausgelegt. Die Time One Runes liegen mit 32,50 Euro für detaillierte Obstacles im relativ guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Immerhin bekommt man 13 Miniaturen aus Kunststoff dafür. Was in meinen Augen aber am besten vom Verhältnis her abschneidet, ist der Shattered Temple. Diese Ruine ist mit 35 Euro gelistet, was für die Größe und Qualität aus Kunststoff wirklich als günstig anzusehen ist. Und mit dieser Ansicht bin ich wohl nicht alleine, denn gerade dieses Set ist zurzeit im offiziellen Online-Shop von Games Workshop ausverkauft. Wohl auch vollkommen zu Recht. So, die Herrschaften, das war nun meine Meinung zu den Dominion of Sigma Geländesets. Was haltet ihr nun von den Bausätzen? Schreibt mir das gerne in die Kommentare, aber viel interessanter für mich wäre tatsächlich zu wissen, wie attraktiv die Bausätze auch außerhalb von Age of Sigma sind. Wofür würdet ihr sie noch einsetzen oder welche Bastelideen habt ihr damit? Hat irgendjemand von euch vielleicht eine unterirdische Spielplatte, die Schlachten in Kavernen simuliert? Haut in die Tasten und schreibt es in die Kommentare, ich bin ganz gespannt und möchte kreativ von euch beeinflusst werden. Du möchtest die Tabletop-Show Dice supporten und gleichzeitig dein Auftreten am Spieltisch pimpen? Mit dem Dice-Merchandise kein Problem. Du steigst beim Kauf von Shirts und Spielutensilien nicht nur in den Style-Olymp auf, du unterstützt damit auch Dice und hilfst dabei mit, Tabletop Great Again zu machen. Also zeig deinen Mitspielern, wo der Dice hängt und lege das Schwarz an.